Willkommen beim Deutschen Meister aus Köln. Leute, wir haben den Titel verteidigt. Ist das nicht großartigst? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber allerdings mit den Investitionen, die wir getätigt haben, ist das natürlich auch zu erwarten gewesen. Müssen wir ganz ehrlich sein. Ja, können wir den Titel zum dritten Mal verteidigen oder geht alles den Bach runter? Wie werden wir in der Champions League abschneiden? Können wir unserem Traum endlich näher kommen? Tja, und damit sage ich herzlich willkommen zurück bei Anstoß 3. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Colt. Und wir legen jetzt wieder los, würde ich sagen. 39 Mille haben wir zum Ausgeben. Wir werden... auf jeden Fall ins Trainingslager gehen. Na komm. Und werden dann noch unser anderes Programmchen hier durchziehen. Denn wir spielen natürlich auch, und das muss man auch sagen, im Ligapokal. Da werden wir auf jeden Fall noch etwas zu tun bekommen. Wäre ein Titel, den wir uns durchaus sichern könnten, auf den ich auch Bock hätte. Allerdings, ja, es wird nicht einfach. Kadertechnisch sieht es so aus, dass wir uns von einigen Spielern verabschieden werden. Eicher wird uns verlassen. Kroll wird uns verlassen. Dann haben wir drei Torhüter. Rizzo wird uns verlassen. Ich will die auch gar nicht verleihen. Ich will die loswerden. Petritsch wird uns verlassen. Er wird uns verlassen. Ja, wir können uns nicht selbst verlassen. Das Problem ist nur, dass wir bräuchten noch einen Stürmer. Denn wir haben im Moment nur zwei, die wirklich was können. Und er hier ist verletzt. Verlängern wollen wir auf jeden Fall mit ihm hier. Den setzen wir auch auf die Transferliste. Und mit Kulu werden wir auch verlängern. Mit Kulusewski. Gut. Und dann bin ich natürlich auf der Suche. Na, entweder nach einem Offensiven. Schauen wir mal, was es da gibt, ob es da ein Schnäppchen zu machen gibt. Aaron Ramsey. Der Junge wäre ein Schnäppchen. Arnaud Bravo wäre noch ein größeres Schnäppchen. Ja. Mit ihm verhandeln wir auf jeden Fall. Da brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Schau, Felix ist natürlich einer, dem wir jetzt was anbieten müssen. Ganz klar. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen mit Geld locken können. Er ist natürlich schon 30. Aber natürlich immer noch bockstark. Schauen wir mal, ob das reicht. Auch nicht. Er ist halt ein Superstar. Ja, okay.
Ja, mit dem Dejan müssen wir mal schauen, was wir machen. 500.000 mehr. Okay. Kölle will ihn verkaufen, also wir wollen ihn verkaufen an Hellas. Das machen wir auch. Und die zahlen auch gar nicht mal. So schlecht, den könnte er haben. Okay, bravo. Mann fürs Grobe. 28 ist er schon. Schauen wir mal, was er von dem Angebot hält. Noch nicht wirklich was. Da auch noch nicht. Naja, vielleicht können wir mit ein bisschen Cash nachhelfen. Das lässt ihn dann schon Freude strahlen. Okay, also er wäre auf jeden Fall was für uns. Brauchen wir nicht reden. Denn mit Mulatieri brauchen wir definitiv nicht rechnen. Jeder wieder fit, das ist gut. Wird eine harte Saison. Da bin ich relativ von überzeugt. Auch immer guten Kader haben. Schauen wir mal, ob wir uns in der Breite noch ein bisschen besser aufstellen können. Genau, Rubin Kazan. Jo. Verlockender wird sich's anhören. Wenn du mir mal nicht so viel verdienen würdest, mein Freund. Gut. Dann wird das Ganze noch verlockender. Da haben wir ihn. Schauen wir mal, was wir dem guten Jungen beibringen. Oder macht gut, okay. Ja, wir kommen auch nicht weiter mit unserem Kopfball. Gut, welche Positionen müssten wir noch verbessern? Jo, Innenverteidiger auf jeden Fall, da haben wir drei. Und wir haben aber nur noch. Okay, Ahrens kann LV spielen. Und rechts haben wir auch keinen mehr. Okay. Also. Wir brauchen noch Innenverteidiger. Schauen wir mal, ob es da was Schnäppchenmäßiges gibt. 13 Millionen. Kredit wäre natürlich was. Dem muss man aber auch Cash geben. Schauen wir mal, ob es da ein Schnäppchen zu holen gibt.
Nein. Da würde uns ein Neuner oder ein Zehner ja sogar langen. Albert Cantona. Okay. Planova. Dagba. Tja, Zapata wäre natürlich mega. Wenn wir das auch noch kriegen. Und was mir noch eingefallen ist, wir sind ja Nationaltrainer. Zypern, Ecuador und Estland. Wenn die Gruppen spielen, wir schauen uns, schmeißen wir alle raus, denn wir wollen den Heimwerkerkönig natürlich wieder mal sehen. Blip, in der Nationalmannschaft. Im Tor wird stehen Zeskun Bonera. Innenverteidiger haben wir, nehmen wir die vier mit. Genau, rechts darf er mit, links darf er mit. Und dann nehmen wir noch den Heimwerkerkönig mit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir können uns selbst aufstellen. Oh, wie geil. Leute, wir werden Nationalspieler. Wir werden Nationalspieler. Oh mein Gott. Yeah. Nationalmannschaftskarriere, ich komme. Wie geil. Oh, wie geil. Was haben wir noch hier im Offensiven? Ja, nehmen wir ihn noch mit. Oh, das ist ja mega geil. Da müssen wir wahrscheinlich tief in die Tasche greifen bei ihm. Aber er wäre ein künftiger Innenverteidiger. Das wäre natürlich schon dufte, wa? Kicken wir mal, was er dazu sagt. Okay. Von der Hertha ist er auch noch. Noch besser. Herr Zapata, ihm muss man auch ein vernünftiges Angebot machen. Erst 23. Und das gibt uns wirklich, wirklich gute Möglichkeiten. Das freut mich. UI-Cup, die Hertha in Salzburg. Bei Red Bull. Und Red Bull schlägt sich tapfer gegen die Hertha. 0-0. 1-1 in der Schlussphase. Hat's gereicht? Nein. Hat nicht. Salzburg ist weiter. Okay, die beiden hier. 40 Millionen wieder. Okay, die holen wir uns. Schauen wir mal, was Stuttgart gegen Lissabon macht. Sie liegen zurück, können jetzt aber ausgleichen und gehen in Führung. Weiter geht's. Schwabo kämpft. Ja, jetzt läuft's in Stuttgart. Okay, Zapata von Rosenborg. Mal, ob wir noch ein bisschen was drücken können. So, und ihm werden wir uns mit der Hertha hauen. Nein, sie geben ihn her. Okay. Sehr gut. Sehr gut, liebe Hertha. Sehr, sehr gut, liebe Hertha.
Die haben wir jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt geschwächt. Okay, ich würde sagen, damit ist aber der Transfermarkt fürs Erste beendet. Wir haben hier kandidiert. Der hat gleich Viererkette, das ist richtig gut. Und dann hatten wir noch Zapata, der macht Zweikampf, fantastisch gut. Ja, warum nicht? Wo sind die deutschen Vertreter? Eintracht Frankfurt. Hier. Gegen Nura. Hey, sie tun sich schwer, die Frankfurter. Eieieiei. 0-0. Bochum ebenfalls verloren. Gegen Liberce. Eieiei. Läuft nicht gut, besonders gut. Fuch, die Deutschen. Die Eintracht kriegt gerade Prügel. Auch im Ligapokal schaut es nicht besonders gut aus. Jetzt können sie ausgleichen. Einerseits. Elfmeterschießen? Ja, nein, nein. Freiburg kann sich durchsetzen. Das heißt, wir spielen gegen Freiburg und gegen Bochum oder Schalke im. Er kommt ebenfalls weiter. Bochum zerlegt Schalke förmlich. Spielt jetzt das nächste Pott Derby. Okay. Na komm, bisschen mehr als den. Naja, fast den Marktwert. Die Eintracht. Jetzt zählt's. Jetzt müssen sie kommen. Die liegen zurück. Das wird nix. Das wird nix mit der Champions League. Oder vielleicht doch noch. Nein. Bochum aber. Bochum zieht in die Champions League ein. Richtig gut. Oh, wir kriegen den Eintracht-Bezwinger. Inter, ach Gott. Inter und Herr Lüttich. Eieieiei. Ja gut, was willst du machen? Wir nehmen die Herausforderung an. Ob wir gegen Freiburg was ausrichten können. Ja, spannend ist es, aber nicht besonders hochkarätig anscheinend. Freiburg gewinnt wohl dieses Spiel, wenn Darida nicht was zu dagegen hat. Damit wieder mal verloren in einem Pokalwettbewerb. Der Ligapokal wird nicht unserer, beziehungsweise der Supercup. Wir haben ihn bereits einmal gewonnen. Aber natürlich ist das bitter. Wichtiger, und das ist natürlich viel wichtiger, ist ein guter Saison.
Anfang gegen Hannover. Das macht mir dann mehr genau, hier haben wir zwei ebenbürtige Torhüter. Macht mir dann mehr Kopfzerbrechen als dieser Ligapokal, den Dortmund oder Freiburg gewinnen wird. Im Moment will noch keiner ein Tor schießen. Geht's jetzt Elfmeter schießen? Jo, und da gewinnen eindeutig aber die Frankfurter. Die Freiburger. Sorry. Gut, Bude voll. Schon besser ist. Wir gehen rein ins Spiel. Ja, sehen wir schon mit dem ersten Tor der Saison für Hannover. Uiuiui, also das ist ein ganz peinlicher Auftritt bisher. Benze das war mir nichts im Moment. Gelbrot. Jetzt will ich natürlich den Ausgleich sehen. Ja, natürlich. Die machen mit einem Mann einfach mal, einem Mann weniger, einfach mal das dritte Tor. Damit gehen wir mit einer Niederlage aus dem ersten Spiel raus oder mit zwei Niederlagen eigentlich. Das nervt gerade extrem. Schau, Felix, wenigstens in der Champions League könnte es laufen. Schauen wir mal. Mura. Die Champions League ist ja das ganz große Ziel. Ja, wir schaffen es nicht, noch einen draufzusetzen. Doch, da Lieder endlich. Champions League scheint gut zu laufen im Moment. Lorbeck. Zwei eins. Lächeln. Marianelli, Gott sei Dank. Wir machen noch unser erstes Tor. Ja, ich will ihn spielen sehen.
Oder auch nicht, wenn er nicht gleich eine rote kriegt. Nein, Verletzung, Muskelverhärtung. Ja. Ja, dann verlass doch den Verein. Was ist denn mit dir jetzt hier? So, also die Hertha muss hoffentlich jetzt dran glauben. Zweites Tor schon von Darida. Ecke, Handwerker. Ramsdale faustet den weg. Eder. Aarons, mach ihn rein. Nee, da komm, mach hin. Eder heute gar nicht so schlecht. Leicht Richtung Tor, streckt sich. Dafür will ich trotzdem Kulu sehen. Und Nekonam ist bisher noch nicht das, was ich mir erhofft habe. Gut. Ey Leute, wir sind hier echt das bessere Team. Wir lassen uns doch das jetzt nicht noch nehmen, oder? Gut. Okay. Erster Saisonsieg. Wichtig. DFB-Pokal. Ihr wisst, was das heißt. Sieht man wieder nach einem Aus in der ersten Runde aus. Bisher ist nämlich diese Saison noch nicht das Gelbe vom Ei. Heber von der Mittellinie. Na, hoffe ich doch, dass er den hält wenigstens. Lozano. Den nach außen ab, hoffentlich steht da keiner. Keiner setzt richtig nach. Der Ball bleibt auf der Torauslinie liegen. Springt und hat ihn. Okay. Wir bringen unser Team in Führung. Das wird aber nicht lang halten. Eine Minute später könnte der Ausgleich fallen. Neves. Cabore. Neves. Okay. Naja, okay, findet kein.
Lindström. Meter vorbei, okay. Was machen wir denn da, Leute? Ne, erstmal nix. Kumbula! Kumbula bringt uns in Führung. Nikonam. Ah, Rubens mit dem Ausgleich. Ruben Neves. Aus Abwehrriegel kommen. Ja, toll. Tja, mal wieder raus aus dem DFB-Pokal. Es ist einfach zum. Naja. Ihr wisst es selbst, was ich sagen will. Bochum nicht zu unterschätzen, die sind in die Champions League eingezogen. Also die darfst du auf keinen Fall unterschätzen, die Leute hier. Bogdan. Marianelli. Felix flankt auf den langen Pfosten. Streckt sich. Aarons. Köpft am leeren Tor vorbei, Leute. Es gibt's doch nicht. Vier Großchancen. Wir machen keine einzige. Jetzt kommt Framberger. Bogdan hat frei. Wirklich. Fünfundvierzigste Minute direkt vor der Pause der K.O.-Schlag. Wirklich, was willst du da groß machen? Es ist wirklich. Oh Leute, das wird eine sehr, sehr harte Saison. Jetzt verlieren wir hier auch noch 3-0, 4-0. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Na los, lasst uns nach Lüttich fahren.
und hoffen, dass es da besser läuft. Vor fast 25.000 Leuten. Ja, Standard ist schon ein Team, das wir schlagen müssten. Denn die beiden Spiele gegen Inter werden heftig. Und deshalb, je mehr Punkte sammeln, weil wir jetzt schon sammeln, umso besser ist es. Aber im Moment ist Standard besser. Und Clive Nikonam endlich mal. Das freut mich ja sogar für ihn. Okay, Junge, du darfst mal rein. Ich hoffe, dass es ihm Auftrieb gibt im Nekonam. Denn der hat auch viel zu wenig gezeigt. Wieder. Nicht schlecht. Der gibt mal einfach so 1,2 Mille. Nicht schlecht. Und jetzt haben wir das Glück, dass wir zu Hause gegen Schalke spielen. Zwei Großchancen nicht genutzt. Mal wieder. Jo, mit der ersten Schalker-Chance müssen wir das Gegentor hinnehmen. Vier Mörderchancen, alle nicht genutzt. Aarons, komm, dreh dich. Jawohl. Jo. Gut. Schau, Felix. Gelb vorbelastet. Ich brauche meinen Innenverteidiger. Ich brauche auch Aarons. Ach komm, es ist echt nervig, ja. Komm, Kulo. Na. Zwei völlig unnötig. Echt, das ist
Eine ganz, ganz schwierige Saison. St. Pauli. Soll jetzt besiegt werden. Wir müssen ans Heilig-Geist-Feld, wir müssen ans Milan-Tor. Und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, Elfer, wir können uns in der ersten Minute gleich in Führung bringen. Puh, erstes Bundesliga-Tor. Ausgleich. Unglaublich, was hier läuft. So, jetzt aber. Fischer. Fünf lausige Pünktchen. Trotzdem schön zu sehen, dass es Hertha und Wolfsburg und auch dem VfB nicht anders geht. In dieser Saison. Normalerweise freue ich mich über rote Karten, aber nicht hier in dem Spiel. Oh, schau, Felix bringt uns in Führung. Boah, Fallrückzieher! Jetzt hat es Ricky erwischt, oder? Ja, Nico Namarin. Okay. Handwerker. Okay. Bänderdehnung. War gegen Inter also nicht dabei. Oder? Ja, 2 Wochen fällt er aus. Das ist bitter. Inter legt los wie die Feuerwehr. Zappa Goster. Nkunam gegen Hawkins. Also ganz ehrlich, der Sieg war hier eh nicht einkalkuliert. Aber das ist so, ja. Na gut, jetzt ist immer schon ein bisschen Donnarumma. Stimmt hier, wir bringen aber ihn her.
Ja, schauen wir mal, Eder gegen seine italienischen Landsleute. Vielleicht geht noch was daheim. Ja, wir machen den Ausgleich. Ja, mit dem 2-2 kann man prima leben. Kulusevski bringt uns in Führung in der zweiten Minute gegen die Breisgauer. Boah, wir mal regenerieren eine Chance nach der anderen. Kriegen das Ding aber nicht rein. Da redet er jetzt. Jawohl. Perfekt. Der Heimwehrkönige kann es immer noch. Jawohl, wir machen unser drittes Tor und kommen besser ins Spiel. Gibt es Elfmeter? Gruber. Oh, knapp vorbei, perfekt. Schau, Felix. Einmal du, und einmal du. Kumbula. Jawohl, 5-0. Jetzt läuft's. Ausgerechnet gegen Freiburg. Metzeln wir hier. Dementsprechend sind wir Tabellensechster. Das ist doch eine ganz gute Leistung, wa? Kannst du nicht meckern. Schauen wir mal, ob wir den Lauf nutzen können. Okay, Leverkusen, die sind Dritter. Oh, Darida. Darida bringt uns in Führung. Okay, mit Gelb, das heißt, ich könnte mal was anderes probieren. Wir könnten sie mal beide spielen lassen. Ach, Quatsch. Meine Liebe auch wieder fit gewesen. Na komm, hau rein. Jawohl. Erstes Tor in der Bundesliga.
Zwei Punkte gegen Hannover. Noch im Rückstand. Gut, ausverkauft. 5.400 Zuschauer. Da gehen sie sogar in Führung. Maianelli, Glück gehabt. Gehen Sie wieder in Führung. Puh. Sancho, sehr gut. Kam rein als Joker, macht seine Sache gut. Können wir aber nichts mehr machen. Wir verlieren leider. Und damit auch Tabellenplatz 1. Also wir müssen jetzt gegen Lüttich unbedingt gewinnen. So, der VfB 16. Die sind gerade in der Krise und wir wollen sie nicht unbedingt noch stärker machen. Gut, drin, komm. Jawohl. Wir wollen natürlich Platz 1 erobern in der Bundesliga. Das haben wir gerade geschafft. Für eine Millisekunde, denn Sanko gleicht aus. Darida. Ha, zum genau das Zuspiel. Wie gesagt, wir wollen den VfB nicht zu stark machen. Jawohl. Wie gesagt, die sind gerade in einem Loch. Die wollen wir jetzt natürlich nicht noch stärken. Elbasset daneben. Ja gut, die spielen jetzt wie von der Tarantel gestochen. Wollen natürlich alles wieder gut machen. Die sind Vorletzter mittlerweile. Strelic war unser Spieler. Zanko. Strelic. Ja, ausgerechnet Strelic. Kann man da nur sagen. Kumbula. Kulo. Also wir haben bereits dreimal gut. Jawohl. Ja, jetzt natürlich ganz grob daneben für den VfB. Und wir sind eigentlich gut dabei.
Freundschaftsspiel gegen Zypern, Leute, das wird jetzt mega. Das wird super. Ich sag's euch. Rechts, ich nehme. Was haben wir denn als Torhüter im Tor? In links darf er spielen. Offensiv darfst du ran. Defensiv du. Und dann haben wir noch zwei Positionen, die wir vergeben müssen. Einmal unser im Sturm und einmal Handwerker. Das wird unser erstes Länderspiel. Oh ne, der Wirtz wird natürlich spielen. Flo Wirtz und rechts kommt Kirchstein. Okay. Oh, wir machen Spielverhalten. Trainingslager davor. Und dann starten wir in unser erstes Länderspiel. Auch hier ist Spielertrainer. Kirchstein. Sakic. Ballett. Von rechts die Macht. Kirchstein. Okay, wir haben nicht festgelegt, wer direkt schießt. Hätte man noch tun müssen. Ja, machen wir dann im nächsten Spiel. Freistoß für Deutschland. 23 Meter zentral. Kirchstein. Boah, Doppelpack. Jens Kirchstein. Freistoß von rechts. 18 Meter. Pfeffer. Kirchstein macht den Hattrick. Oh, Gegentreffer. Ah, geht ein Handwerker vorbei, okay. Ausgleich. Eieiei. Zwei zu zwei. Eieiei. Kein guter Einstand. Jetzt müssen wir allerdings gegen Hoffenheim ran. Hoffenheim ist Dritter. Oh, Kulusevski, gut, dass wir ihn eingewechselt haben. Beziehungsweise gut, dass wir ihn in die Startelf genommen haben. Philipp. Der Raumpass auf Felix. Okay. Granate Renate. Nekonam. Aarons. Okay, kein Problem. Anscheinend Darida. Ah, Darida nicht in Form. Nicht in Bestform auf jeden Fall.
Eieiei. Okay. Wir bleiben zweiter. So, gegen Standard Lüttich. Brauchen wir einen Sieg und dann sind wir auch direkt in der nächsten Runde. Marianne, gut, dass wir ihn eingewechselt haben und ihm die Startposition gegeben haben. Behrens. Schau, Felix. Okay. Da, die da, sehr gut. Marianelli. Kulusewski. Marianelli. Nekunam verlangt in den Strafraum. Kein Abseits. Felix ist da. Und macht die Bude. Drittes Champions League Tor. Für Schau Felix Kulusevski nochmal. Noch rein in den Strafraum. Handwerker. Schießt aufs lange Eck. Oh, rausgetaucht. Boah, seitwärts hier dem Handwerker. Erstes Champions League Tor jetzt und Schau Felix macht das fünfte Tor in dieser Partie und sein viertes obendrauf. Okay, Standard Lüttich. Wird hier gerade demontiert. Dementsprechend wechseln wir auch mal ein bisschen durch. Schau, Felix, sein fünftes Tor. Arnaud Bravo macht es. Endlich trifft er für uns. Nekunam wird nicht angegriffen. Kann sich die Ecke aussuchen. Haut einfach drauf. Aus dem Pfosten. Kredit. Handwerker nimmt den Ball mit. Zieht leicht nach außen. Flankt in 5 Meter rund. Gelb für uns. 7-0. Fantastisch. Okay, Meniskusreizung bei Kulusewski. Das ist schade. Der wird 2 Wochen ausfallen. Haching. 15.000, 50.000 sind da. Um zu sehen, wie wir gegen Haching hinten liegen. Aaron, okay. Gut. 1-1 ist ja dann wenigstens noch ein bisschen was. Direkter Freistoß. Da Haching schön im Mittelfeld mittlerweile. Kamal. Ja, Kamal macht ihn sogar. Eieiei. Ganz bitter auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ganz, ganz bitter. Bravo.
legt nach rechts, Eder. Sancho. Ah, auch er traut sich nicht. Bravo. Damit kein Glück. Auch der nächste kann ich nicht stoppen. Bravo schießt. Bitter. Wir verlieren gegen Haching. Bittere Angelegenheit. Komm, Vorstand. Okay, mit 75%, das ist doch gut. Wir müssen nach München. Im Pokal ist Eintracht Frankfurt immer noch dabei. Gegen Pauli. Gehen auch in Führung. Und kommen auch hier weiter. Glückwunsch. Lotte vernichtet den Rostocker FC. Und wir schauen auf das legendäre 11:0 der Hachinger bei Strählen. Interessant. Boah, was ist denn hier los? Nur 30.000 da, 32.000 oder? Ja, mal Musiala bringt die Bayern in Führung. Jetzt muss man so ein bisschen aufpassen. Dass uns hier nicht die Fälle davon schwimmen. Und wir wieder in der Bedeutungslosigkeit der Tabelle absinken. Aaron's. Jawohl. Wir bringen Sancho. Naja, 1-1. Oh, Mulatiri ist wieder da. Hat natürlich keinerlei Kondition. Aber Mulatiri ist wieder da, Leute. Bauen ihn jetzt wieder auf konditionell. Freistoß. Felix. Boah, drin ist er.
Sechstes Tor in der Champions League. Mega. Nekunam, sein zweites Tor. Bielek. Gelb für Tarida und Beboeler macht sein Tor in der Heimat in Italien. Bielek. Eieiei. Eckball für Inter. Straudi. Perfekt. Also, Zwischenrunde ist unsere. Wir ziehen sogar als Erster ein. Okay. Man City, Nizza und Wolverhampton. Also, schlimmer hätte es nicht kommen können. Wow. Da ins Viertelfinale einzuziehen, wird ein richtig, richtiger Kraftakt, Leute. Einwurf, Aarons. In der ersten Minute direkt vors Tor. Nunez. Ebenfalls noch in der ersten überlegter Schuss, deutlich am Tor vorbei. Okay. Ja, unsere Bude ist ausverkauft. Nekunam. Beide genauso viele Punkte in der Tabelle, ebenfalls 19 Punkte, die Dortmunder. Überläuft Haaland, Eder, los komm. Darida versucht, Nunes auszuspielen, das setzt zu Grätsche ein. Hat kein Glück, Darida, komm, du kannst das. Traut sich aber nicht, Nekunam. Eder. Schieß. Aaron's. Okay. Giovanni Reina. Boah, Haaland wird abgeräumt. Ciao Felix, bringt uns in Führung. Eder. Okay, ich probier's. Die letzten 10 Minuten kann er spielen. Er stand wieder auf dem Platz, Leute. Und wir sind wieder auf Platz 3. Mulatieri ist zurück.
Wir müssen jetzt gegen die Wölfe ran, also gegen Wolfsburg. Ausverkaufte Bude. Kulu darf wieder spielen. Marianelli macht sein erstes Tor. Schade. Auffälligster Spieler gerade, Maianelli. Der Wolfsburg versucht sich rauszukämpfen. Nur zur Pause. Eins, eins mittlerweile. Ich bringe ihn. Naja, eins, eins. Hätte schlimmer kommen können. Gegen Nizza zu Hause. Erstes Spiel in der Zwischenrunde. Fofana. Eieiei. Na toll. Okay. Gerade haben wir so gar keine Chance. Doch Beppo. Tja, da verlieren wir leider. Gegen Saarbrücken wollen wir natürlich gewinnen. Gehen zum Glück auch mit 1-0 in Führung. Wieder. Jetzt wird er endlich stärker. Beppo wieder.
Takita, sehr schön. Gott, der Rieder hat einen Torinstinkt, jawohl. Komm, Schusskraft machst du auch noch. Länderspielpause. Oh, Kirchstein ist verletzt, das trifft uns schwer. Oh, da kann ich auch nicht machen. Dann spielen wir mit Musiala. Bringt doch nix. Technik. So, gegen die Russen. Schauen wir mal, was wir gegen Russland machen. Es ist das erste EM-Qualifikationsspiel. Musiala drin den Strafraum an. Holt aus, zieht ab. Nee. Noch mit der Schussspitze, aber, da Rieder. Da Rieder. Da Rieder. Jawohl. Ja, der Ritter. Führen wir. Wir sind da. Jawohl, wir machen unser erstes Tor für Deutschland. Oh mein Gott. Handwerker. Zieht scharf in die Mitte. Wir dürfen uns jetzt auch Torschütze nennen. Wir haben ja auch die besten Noten. 1,0. Perfekt. Wir sind auch der Spieler des Spiels. Besser kann es nicht laufen. Boah, besser kann es nicht laufen, Leute. Das schauen wir uns gleich an. Das schauen wir uns gleich an hier. Stärke 8. Kein Talent. Zwei Länderspiele, ein Tor. Richtig geil. Auf geht's. Gegen die Eintracht. Mal wieder. Lozano. Der regt auf, der Junge. Ne, guten Abend, komm. Tja, bitte.
Mulatiri wird schnell wieder fit. Das freut mich sehr für ihn. In Wolverhampton müssen wir jetzt antreten. Spiel 1 haben wir ordentlich verloren. Mach ihn. Ne, genau. Zwei Mega Chancen und wir machen ihn nicht rein. Gut. Molina Shakui. Ja, toll. Bei 0 hinten ist natürlich jetzt bitter, das aufzuholen. Ding der Unmöglichkeit. Boah, wird ganz, ganz schwer mit dem Viertelfinale, wenn das klappen soll. Ganz, ganz, ganz schwer. Mit zwei Niederlagen gestartet. Das ist. Boah. Puh. Mayanelli. Wo ist RB Leipzig? Irgendwo in der Mitte der Tabelle. Beppo da macht sein zweites Tor. Sehr gut. Stubalei. Jean-Felix, okay, sehr gut. Felix. Komm mal drauf. Jo, perfekt. Jawohl. Da geht es wieder hoch für uns. So, letzter Spieltag der Vorrunde. Und wir haben noch City vor der Brust. Man City. Puh, sollten wir auch das dritte Spiel verlieren, das sieht düster aus. Ansonsten lebt die Chance natürlich noch.
Aber im Moment sieht es echt düster aus. Ansonsten. Wir werden antreten. Wolverhampton in der Premier League auch gut dabei. Okay. Brighton & Hove, die sind letzter. Ja, es ist so eine Art Schicksalsspiel natürlich für die Champions League. Da braucht man nicht reden. Aha. Wir müssen bei Man City spielen, Neck und Arm. Ohne Erfolg, komm, geh weiter. Schieß. Verspringt auf schlechten Platz rein damit. Ecke. Okay. Nochmal Errant. An die 5 Meter Linie, heilloses Durcheinander vom Tor, wer ist da? Ich komme an den Ball, wir kommen an den Ball, Leute. Jawohl! Maxi Gomez. Gleicht aus und Robin Gosens bringen sie in Führung, okay. Ja, wir müssen uns eingestehen, die Gruppe ist wohl zu hart für uns. Ja, mit einer erneuten Niederlage wird das Ganze nix. Unentschieden, ja, bringt uns nicht so viel weiter. Aber ist immerhin besser als gar nichts. So, jetzt wollen wir natürlich noch das letzte Spiel gegen Augsburg punkten. Aber Augsburg ist Tabellenletzter. Okay. Tabellenletzter. Schauen wir mal, dass wir das Spiel für uns entscheiden können. Darida. Naja, keiner kommt mehr ran. So, jetzt sind wir mal dran, Leute, oder? Ne. Asante. Hey, da komm. Schau, Felix, sein siebtes Tor, sehr gut.
Das ist schon mal sehr gut. Darida. Ja, sehr gut. Sehr, sehr geil. Wir gewinnen und liegen 2 Punkte hinter dem Tabellenführer. So kann sich das sehen lassen, Leute. Ja, mega gut. Geile Geschichte, würde ich mal sagen. Cool. Da können wir doch drauf aufbauen. Champions League, naja. Schauen wir mal, was wir da noch machen können. Bis im Moment letzter. Wird schwierig. Wird ganz, ganz schwierig. Aber wir werden natürlich alles probieren. So, Vereinsgelände ist schon alles fertig. Nein, was wird noch gebaut? Einkaufszentrum, Präsidentenpalast und die Unterdruckhalle. Okay. Wunderbar. Ja, Leute, ich würde sagen, das lässt sich doch gar nicht mal so schlecht an, das Ganze. Schauen wir mal, ob wir was kaufen können. Ja, eine Villa in der Vorstadt legen wir uns zu. Und wir wetten, der Wettbüro ist derzeit geschlossen, okay. Ja, Aktien wollen wir auch nicht kaufen. Auch keinen Bock drauf im Moment. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Sie war relativ spannend. Sie hat schlecht angefangen. Mal wieder, wir haben uns gesteigert, sind mittlerweile Dritter der Tabelle. Nur 2 Punkte hinter Hoffenheim und Hannover. 52% haben wir mittlerweile gewonnen. Wir wollen zum dritten Mal den Meistertitel verteidigen. Ob uns das gelingt und wie wir uns in der Champions League schlagen werden und auch wie wir als Nationaltrainer weiter agieren werden. Seht ihr auf jeden Fall in der nächsten Episode. Also bleibt dran. Es bleibt weiterhin spannend. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Content gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen geilen Tag. Genießt das schöne Wetter da draußen. Spielt selbst Fußball oder Anstoß 3. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Colt sagt Tschüss, Ciao und Servus.